kommen wir wieder zurück auf Witzenhausen. Das war ein ziemlich interessanter Kontext in Witzenhausen, weil halt die deutschen Ökos wirkliche Probleme gekriegt haben mit den internationalen Landwirten, weil der Prof von der internationalen Landwirtschaft hat halt gesagt, wenn ich in die Sahara gehe, dann muss ich halt mal mit einem Sack Dünger anfangen. Danach kann ich ja dann durchaus anfangen, natürlich den Boden zu verbessern und was weiß ich, den ganzen Überschuss dann in den Boden einzuarbeiten. Aber auf Sand wächst nichts, das geht nicht. Und den haben dann, wollten auf der anderen Seite die Ökostudenten dann regelrecht rauswerfen aus der Uni, einfach nur, weil er mal einen Sack Dünger benutzen wollte. Das waren dann doch wirklich sehr krasse Diskussionen, weil in Deutschland, ja, verhungern halt keine Kinder, ne? Aber wenn du irgendwo in Afrika stehst und dir einer sagt, du darfst jetzt aus ideologischen Gründen keinen Sack Dünger nehmen, dann ist das doch irgendwie ein bisschen schwierig und anders. Gut, ja, und innerhalb dieser Überlegung habe ich dann im Prinzip meine Studieninteressen so ausgelegt und auch mal einen Bericht dort verfasst, der nannte sich, wie war das? Ich habe manchmal ein bisschen Probleme mit der Sprache, weil viele Sachen, wenn ich also was in Spanisch denke, wenn ich es dann auf Deutsch erzählen muss, dann hapert es manchmal ein bisschen. Und das war zum Beispiel eine Sache, die habe ich halt auf Spanisch formuliert gehabt. Und das war dann im Prinzip die Einbindung von Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tierwirtschaft. Ne? Also eine Kombination von den dreien zusammen. Und wie ich den Vortrag gehalten habe, kam dann da der Prof an und meinte, oder ja, das war da der Prof und dann meinte, ach so, also Sie meinen Permakultur. Und ich dann nur so gefragt, ich meine was? Ja, Permakultur. Noch nie von gehört. Keine Ahnung. Ich habe hier gerade was erfunden. So ungefähr. Das war dann erstmal meine erste Antwort. Und bin dann letzten Endes auf Permakultur wiederum hier, als ich schon wieder zurück in Uruguay war, gestoßen.